Hey, hey Leute, Flatcaps Tech Channel hier mit einem Unboxing. Und zwar ist das eine Android TV Box, nennt sich GZeninov Smart TV Box. Habe ich vorher noch nie gehört, habe ich vorher noch nie gesehen. Mir hat die Box gefallen an sich, also auf Bildern. Und dann habe ich gedacht, nehme ich die doch mal für ein Unboxing. Und wir haben hier vorne schon gleich ein paar Informationen. 10-Bit Video Processing, Wi-Fi zertifiziert, CPU 64-Bit, H265 HEVC und USB 3.0. Smart TV Box. Wir haben hier ein paar Infos. Bluetooth 4.0, Over the Air ist normal Over the Air Update. 8K, hier so ein Schriftzug und dann das Ganze hier nochmal 2,4G, 5G Wi-Fi, USB 3.0 Over the Air und dann haben wir hier hinten ein paar Infos. Da ist auch angekreuzt, wie viel RAM, wie viel ROM, also die hier hat jetzt 4 GB RAM. 64 GB ROM. Ja, Hersteller. Und so ein paar Infos. So, jetzt fällt euch vielleicht auch auf, warum ich die gewählt habe, weil sie schön bunt war. Plastik, Micro SD, USB 3.0, USB 2.0, AV, LAN, HDMI, SPDIF und Strom. So sieht das Ganze von vorne aus. Unten haben wir nicht viel Infos, da steht nochmal 4 GB RAM, 64 GB ROM. Und so, ja, gefiel mir die ganz gut, habe ich gedacht. Testen wir die mal. Wir haben hier noch ein vielen Dank aus Berlin. Wir haben Strom. Stromadapter natürlich. Wir haben HDMI-Kabel. Und wir haben eine Fernbedienung, die kennt man eigentlich auch von vielen anderen Boxen. Also ich habe die schon öfters gesehen. Die gibt es auch hier mit Blau. Sieht ziemlich gleich aus. Und natürlich schließe ich das Ganze jetzt auch wieder an. Und das schauen wir uns auch noch zusammen an. Und dann gucken wir mal, wie die so läuft.